Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Staffel 2. Ja, und Staffel 2 war ja nicht allzu oft zu sehen in letzter Zeit. Da kamen ja so andere Sachen wie Chrono Trigger, Infitech und GeoGuessr. Aber jetzt ist mal wieder Zeit, in die Welt der Staffel 2 einzutauchen. Klingt jetzt notgeiler, als es eigentlich ist. Vielleicht. Man sieht auch noch diese vielen Tiere hier. Unglaublich extrem. Ich habe irgendwie das Gefühl, die despawnen einfach nicht. Vor was Problem? Die konnten sich nicht bewegen. Jetzt ist das Problem, die können nicht mehr despawnen. Irgendwas funzt mit dem Spawner überhaupt nicht. Deswegen muss es erstmal friedlich bleiben. Ich werde mit Opis bald die Tiere mal löschen, wenn ich denn daran denken sollte. Ja, sonst hat sich eigentlich nichts am Modpack geändert, glaube ich, seit der Nikolaus-Überraschung und so weiter, seit der Session. Ist eigentlich alles so geblieben. Was ich jetzt gerne machen wollte, ist einfach das Dach ein bisschen zu bauen. Des Hauses wird wohl auch mehrteilig werden. So, da haben wir ein bisschen Holz. Wie viel haben wir denn da noch von? Auch relativ viel. Da können wir daraus erstmal Stöckleins machen. Und erstmal die so ausrichten, dass wir dann halt wieder ein paar Blöcke des Zimmermanns haben. Vor allem ganz wichtig sind eigentlich noch mehr Stöcke in der Hinsicht. La. So, dann können wir das hier noch. Wir müssen vielleicht ein bisschen Holz hacken, generell. Zack. Und dann können wir das hier drauf verteilen. Zack. Gut, okay, das wäre es jetzt gewesen. Hoffentlich reichen die Rampen fürs Erste. Werden sie wohl eh nicht. Was soll's. Machen wir nochmal hier. 26, den Rest können wir eigentlich auch vergurken. Und das hier eigentlich auch noch. Dann haben wir hier die Blöcke noch ein bisschen. Und das dürfte aber reichen. Das müsste reichen. So, wir müssen uns noch aussuchen, was wir nehmen. Als Dingens, ich würde sagen, wir nehmen auch wieder eine modifizierte Form des Pflastersteins. Haben wir den Meißel haben wir noch. Gut, wir können ja mal gucken, was könnte denn am besten passen. Irgendwie sowas, ne? Detaillierte, ausgerichtete. Guck mal, wie die Detaillierten aussehen. Ich denke, die sehen fair aus. Die nehmen wir mal. Und dann können wir uns gleich noch ein Stack mitnehmen. Oder zwei oder so. Wir haben genug davon. Das soll ja echt nicht die Sorge sein. Ja, schlafen können wir auch gleich zu Hause. Aber es ist schon ziemlich ungemütlich, wenn da... Oh, jetzt gehen die FPS aber auch in die Knie. Super. Wenn... Alter, was geht ab? Ja, die Tiere sind echt... Warte mal, wir können auch mal das Option Radar aus. Ist jetzt ja auch Wurst. Die Tiere muss man ja nicht alle anzeigen lassen. Man sieht die ja auch schon so und die bringen auch nicht wirklich viel. Zoomstufe können wir auf 1 lassen, weil wir uns eh nur in diesem Gebiet hier befinden. Ja, hier ist der schöne Weihnachtsbaum. Noch ist nicht Weihnachten. Ist auch nichts drin. Zu gut. Hier haben wir die Deko-Bank. Deko-Bank. So ein Scheiß. Und Deko vor allem noch mit C. Throwing a Deko. Oh, da sind noch die schönen Sachen. So, ach nee, genau. Zum Schlafen wollte ich jetzt hier hoch. Sonst müssen wir uns irgendwie nach draußen bauen. Das ist auch ganz geil. Naja. Chasing the Stars Christmas Edit. Sehr geil, die Uhr auch. Und irgendwann können wir dann auch an unserem Pferdestall weiterbauen. Aber da ist jetzt noch nicht die Zeit für... So, das zählt jetzt ja nicht mal als Dingsblock. Sondern wir müssen uns jetzt mal hier wirklich... So, wie wollen wir das machen mit dem Dach? Ich würde sagen... Oh Mann, ey. Alter, die wackelt im Wind. Sieht aber gar nicht so ungeil aus. War ganz nett. Ja, das... Aber nur teilweise, ganz komisch. Wahrscheinlich dann doch eher verbuggt. Ich weiß es nicht. Aber kann ja gerne passieren. Wie wollen wir das machen hier mit dem Dach? Ich würde sagen... Ne, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ja, wir müssen es ja praktisch schon, wenn wir es so machen, zwangsläufig so machen. Ja, gut.
Vielleicht doch als länger dann, aber das werden wir dann sehen. Ja, da müssen wir uns hier wieder... Ja, der hätte ich jetzt lieber genommen. Naja, was soll's. Aber Kap, das Blocks, die sind relativ pflegeleicht. Obwohl man die nicht so, glaube ich, dran setzen kann. Ich glaube, das spackt dann ab, oder? Nee, spackt nicht ab. Wie schön. So, wie man sich's doch wünscht. Dann sagen wir mal hier so. Ja, und da wird schon wieder scheiße. Ja, hier ist... Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, wir brauchen den Hammer. Notfalls. Ja. Wir brauchen den Hammer. Hier, der spackt ordentlich ab, wenn man hier auf dieser Kante steht. Man muss hier wirklich hier oben... Ja. So viel zur Pflegeleichtigkeit. Jetzt bauen wir bald ab. Dächer bauen, immer schwierig. In Infitec habe ich das Dach ja auch schon gebaut. Gut, so sind wir immer mal unten. Können somit auch das hier abbauen. Es wäre fast einfacher von hier unten, sich ein bisschen hochzubauen. Alter, das ist doch ein bisschen spackig gemacht, um ehrlich zu sein. Kann man hier oben dran kommen? Nee, ja, das ist so spackt höchstens. Da, also, so weit kann man drankommen. Dieser Baum könnte auch nicht besser hier stehen. Ja, der könnte wirklich nicht... Ja, gut, da bist du... Oh. So ein gequälter Bockmist, ist das? Oh, Klinglöchchen, Klingelingeling, das ist toll. Glöckchen, Kling... Weiter kann ich den Text nicht. Das ist wirklich schade. Keine Ahnung, eigentlich sollte man ihn ja kennen, aber... Da, 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 lol. Code. So. Klingelingeling. Kling, Glöckchen, Kling. Ey, wieso? Christ ist geboren, was weiß ich. Als Atheist muss man das nicht kennen. Aber es ist trotzdem ein ziemlich swaggiges und notgeiles Lied für die Weihnachtszeit und deswegen ist das schön, das in der Playlist zu haben. Ja, boah, super. Bewegt man sich mal einen Millimeter, baut er das schon scheiße. Jetzt macht er, ja, jetzt natürlich richtig. Aber kaum steht man da drüber. Ich stehe voll da drüber. So. Hier ist ja auch gequillter Bockmist. Ich frag mich auch, wie wir den Scheiß hier abbekommen sollen wieder. Wen meiner? Haha. Der war gut. Den gibt's hier nicht. Kling, Glöckchen, Kling. Jetzt bauen wir das doch weiter natürlich. Da, da, da. Und hier ist's beschissen. Da, 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 da. So, jetzt reicht's. Ich habe hier übrigens auch meinen CSGO-Weihnachtssong hier drin. Wer den noch nicht kennt, unbedingt abchecken. So ein Scheiß ist das. Auch wieder aus purer Langeweile entstanden. Und statt Musikraten zu schneiden, natürlich lieber sowas. Musikraten ist übrigens aber auch wieder am aktuell dran. Und es ist kurz vor der Fertigstellung. Ah, das macht er auch so. Ja gut, das ist auch gut zu wissen. Ich denke mal, es wird so ein... Heißt das Pultdach? Ist das hier ein Pultdach? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber... Alter, jetzt wird's wirklich. Dance of the Snowman, Alter. Krasser Scheiß. Ja, genau so war dies. Alter. Genau, so wollte ich es nicht. Geht es, wenn wir hier vorne? Nee, auch nicht. Geht das wirklich? Alter, ohne wenn man, das ist ja ein Krampf. The Dance of the Snowman, Alter. Der haut rein. Wir müssen es auch nicht ganz übertrieben machen, dass es wirklich so total spitz zuläuft. Reicht ja dann gleich auch.
Ach du Scheiße. Aber es reicht nicht an den Rampen. Ja, okay, schon richtig. Super toll. Ja, wenn wir noch ein paar machen. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Rämplein. Naja. Der Lautstärke sollte eigentlich auch wieder alles passen. Ach, ist doch viel schöner ohne die Tiere, aber dann doch auf Substufe 0,5. Habe ich irgendwie lieber. So eine ziemlich rausgezoomte Minimap. In allen Spielen. Aber Chrono Trigger ist jetzt auch wieder zurückgekommen. Eine alte Legende kehrt zurück. Mit Geschichten quer durch die Zeit. Und ich wollte es einfach mal zurückbringen. Es ist so ein episches Spiel. Das wollte ich einfach mal weitermachen. Ihr kennt die Lage. Der gute alte Christoph Krachten. Was macht der heutzutage eigentlich? Ohne seine Mediakraft. Das ist auch so ein Bullshit gewesen. Das mag ich auch vollkommen egal, wer jetzt schuld war, ob jetzt der ungespielt immer besser auf seinen Vertrag hätte achten müssen. Oder ob es jetzt wirklich Mediakrafts Schuld war oder was weiß ich. Ich bin vollkommen Wurst. Aber es ist lustig, dass die jetzt alle am Sack sind. Das ist super. YouTube-Netzwerke, da halte ich überhaupt nichts von. Geld schön und gut, dass es die Möglichkeit gibt. Mache ich auch tatsächlich gerne. Also man beschwert sich ja nicht, wenn da auch für einen was abfällt. Wenn man schon mehrere Stunden seiner Freizeit auch dafür investiert. Für Leute mit schlechter Internetleitung, aber 16.000er Leitung zum Beispiel, dauert das umso mehr halt vom Tag. Und dann ist das schon ganz fair, dass man da ein bisschen was abkriegt. Das sage ich ja auch offen und ehrlich und so weiter. Allerdings finde ich das schwachsinnig, dass es da irgendwelche Leute gibt, die da meinen, ach komm, ich verwalte deinen Channel, will aber vor allem nur das Geld. Klar, das soll auch dazu beitragen, dass der Channel an sich wächst. Das ist Bullshit. Dieses Argument zählt überhaupt gar nicht, finde ich. Weil das eh nie vorkommt. Oh, wir haben ziemlich wenig Pflasterstein generell noch. Müssen wir auch wiederholen gehen. Dann fangen wir mal hier an. Warte mal, sieht das... Sieht das gut aus? Wird schon, ne? Das sieht leicht... Dieser Farbton gefällt mir. Sondern nicht mal so dieses Standard-Graue hat, sondern auch mal dieses ein bisschen gelblichere. So ein Sepia-Ton fast. Ja, ein YouTube-Netzwerk, bullshitiger Scheiß. Für meine Sichtverhältnisse. Ich bin auch keinem beigetreten, war auch noch nie in einem drin. Obwohl auch schon zahlreiche Leute mich abwerben wollten. Da habe ich weniger Lust drauf. Ich möchte meinen Channel genauso eigenmanagen. Keiner soll was auch von meinem Channel was abbekommen. Also außer natürlich ihr, weil ihr mich guckt. Und das ist ja eigentlich auch schon ziemlich viel. Was ich euch da eigentlich gebe, ist ja fast alles eigentlich. Aber die wollen halt auch was von den Einnahmen dafür haben, praktisch. Klar soll man da mehr Geld im Endeffekt kriegen, aber... Man muss sich auch mal ein bisschen setzen, was ist eigentlich sein Fokus? Es klingt alles auf den ersten Blick so gut, aber auch nur, weil... Die Viecher, die trampeln hier drauf, glaube ich. Nur weil man... Denkt so, oh, Netzwerk, boah, krass, da kriegst du dies und das und was weiß ich. Ist alles schwachsinnig. Ich glaube, der Merlin war aber schon in einem Netzwerk mal drin. Da gab es nämlich einen ziemlichen Eklat. Während Minecraft Glow war das, glaube ich, war der auch in einem Netzwerk drin. Da hat er auch ein spezielles Intro verwendet und so weiter. Und das durfte er dann nicht mehr nehmen oder so, wenn er aus dem Netzwerk austritt oder so ein Schwachsinn. Ich weiß es nicht. Naja. Deswegen, Netzwerke sind größtenteils Schwachsinn. Sind die nichts für mich. Ich bleibe weitestgehend unabhängig, sofern das noch möglich ist. Sofern das über einfach Google AdSense geht und so weiter. Alles fair. Da wird es wieder Nacht hier. Ah, sieht aber schon mal sehr lustig aus hier. Die schöne Beleuchtung. Es gibt übrigens jetzt auch so ein Winter-Update von... Oh, der gibt auch Licht. Oh, sieht das epic aus. Sehr nett mit den Strahlen auch. Müssen wir hier mal den Strahlenschutz einführen. Ich
Sieht hier auch sehr toll aus mit dem vorgebauten Stein da. Alter. Das Lied heißt What LOL OP. Was ein Scheiß. Das ist ein toller Name, sehr kreativ vor allem auch, ja. So ein bullshitiger Bullshit. So, das Dach. Langsam Form und Gestalt an. Eher Gestalt als Form, weil die Form haben wir ja eben schon gemacht. Das haben sie optimal gemacht, dass man den Block in sich selbst platzieren kann. Das ist... Ich hätte noch gemeint, die wären pflegeleicht. Naja, die sind pflegeleicht, indem man so schnell abbauen kann. Also wenn man so schnell abbauen möchte. Aber so sind die dann doch scheiße. Oh, zum Glück lecken die nicht mehr. Das wäre doch die Krönung. In 1.6 war das immer die Krönung, dass sie auch noch geleckt haben. Wie Schwein, wenn man die in rauen Mengen benutzt hat. Siehe Cedrics Haus in Altipack. Bis ich das endgültig mal per Handarbeit abgebaut habe. Alles bis auf das Lagerungssystem. Währenddessen hat Cedric ja auch schon eine eigene Insel gehabt und so weiter. Aber die habe ich nie gezeigt. Irgendwann zeige ich die Insel mal. Cedric hat sich so eine eigene italienische Villa gebaut. Und die sah ziemlich lustig aus. Und die haben wir nie gezeigt. Das war echt sehr nett gemacht. Also es war zwar vom Corellis, glaube ich, wieder abgeguckt, das Hausdesign. Aber was soll's. Und da hatte ich tatsächlich mal mit Forestry angefangen. Und wir haben zu wenig tatsächlich. Machen wir nochmal detaillierte draus. Ach, Brudi, Alter. Diese Lecks. Wundergeil. So, da können wir jetzt auch schon den Kram hier langsam abbauen. Pff, super hier auf den Bäumen. Diese wundertolle Allee. Ja, hier, das können wir eh abbauen. Ist wirklich jetzt hier reingefallen, so ein Scheiß. Okay, das haben wir. Jetzt können wir hier die Dinge auch wieder zurückmachen. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Den judenalten Bruchstein. Warum der auch immer schon hier in 1.7 Bruchstein heißt. Hab das nicht erst in 1.8 geändert? So, sieht aber schön aus. Alter, ja. Die Smaragd-Spitzhacken halten so lange. Alle Werkzeuge eigentlich. Oh, fuck. Das ist super Knorke. Ja, 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 ja. Ich will auch unbedingt mal ein Dach mit Dachgaube bauen. Alter, wie der Bounce aus dem Schneemann. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich eine vernünftige Dachgaube in Minecraft hinbekomme. Ich habe schon auf Bildern häufig gesehen. Keine Ahnung, wie man das am schönsten hinkriegt. Ach, der muss wohl kläglich despawnen, der Stein. Aber das sieht doch schon mal ziemlich swaggig aus, oder? Wie sieht das denn so aus? Ist das ein Pultdach? Ich guck mal nach der Folge nach und da kann ich sagen, dass jetzt ein Pultdach ist. Ja, also ich finde, im Vergleich zur Wüstenwohnung ist das auf jeden Fall ziemlich fair jetzt. So, wunderbar, dann haben wir das auch. Ja, hier sind die Hunde immer noch weg und die Hundehütten, die sind ziemlich klobig. Und die wollen wir auch noch ein bisschen ändern, glaube ich. Früher oder später gehen wir hier mal an die Sektion, wo vor allem auch die Pferdestall nochmal mit Pferden ausstatten, die wir auch kaufen können mittlerweile. Haben wir festgestellt. Und es sieht auch hier sehr swaggig aus. Hier müssen wir uns natürlich was einfallen lassen, dass wir hier auch so ein bisschen, ich weiß nicht, hier kam das Blocks, müssen ja nicht nochmal sein. Aber irgendwie so Slabs als Decke oder so. Ja, lass es einfach... Ich weiß es nicht, was wir hier machen. Werden wir auch alles in der nächsten Folge sehen. Das war jetzt erstmal hier die Dacharbeit. So. Perfekt. So. So, und das soll es auch gewesen sein für diese Folge. Wir gucken nächstes Mal, wie es mit dem Dach weitergeht. Und wir machen dann auch mal andere lustige Sachen. Das werdet ihr alle schon sehen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. So, gut, das wär's für heute. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.